Willkommen zurück zu Let's Play Super Amazing Wagon Adventure. Nach der Aufnahme hier ist, wie bereits zum dritten Mal erwähnt, wieder die normale Struktur drin. Halt, was? Habe ich hier keine Maus? Ah, jetzt habe ich eine. Okay. War schon ein bisschen verwundert. So, ich bin mal durchgegangen, was für Fahrzeuge wir noch nicht hatten, also in Gedanken neulich. Und mir ist tatsächlich eins aufgefallen, bei dem ich mir direkt eine Crew zusammen gedacht habe. Warum auch immer, weil ich damit schon länger nicht mehr in Verbindung stand. Let's go adventure. Aber das werden wir ja gleich sehen. Also die Crew ist diesmal fahrzeugabhängig. Was immer einen Vorteil hat, weil ich so schwer mich damit tue, mir drei Namen auszudenken. Und das erinnert mich an etwas, was ich definitiv mal wieder schauen könnte. So, ich habe mir die Namen mal kurz aufgeschrieben, damit ich weiß, wie man die buchstabiert. Jetzt weiß es der erste schon, obwohl Kork noch nicht so viel sagt. Den. Cooles Geräusch übrigens. So, halt, Ah, es passt, okay. Und wie sah er aus? Eigentlich auch so in etwa. Nehmen wir mal den. Okay. Also, das ist natürlich die Crew von Drumschiff Surprise. Und die reisen natürlich auf dem Unsichtbaren. Nein. Auf dem Schnellen. Yay! Jetzt haben wir unsere Drumschiff Surprise Crew. Okay, cool. Jetzt passiert wieder das selber. Yay! Ah, ich glaube, ich mache das jetzt noch nicht und warte damit noch kurz etwas. Okay, also die Schussrate und das alles sieht gewöhnlich aus, also so wie immer. Oh, wir haben aber weniger Leben. Ah. The unicorns seem to be leading them somewhere. On the other hand, they needed all the meat they could get. Nein. Nein. Natürlich follow. They followed the unicorn into a magical field. The magical hatte ich noch nicht freigestellt. Oh. Ich glaube... Ach du Scheiße, ich glaube, ich bin hier gestorben und deshalb habe ich den Wagen nicht freigestellt. Da muss ich diesmal hinbekommen. Ah, verdammt. Oh mein Gott, wir haben wahrscheinlich wegen dem schnelleren Dingensens Speed. Ach so, der Drache hat mich getötet, genau. Der hat aber auch eine krasse Schussrate. Ah, nein. Okay, aber wir können weitermachen. Ah, perfekt. Wagon unlocked. Yes. Ah, cool. Was ein schöner Wagen. Da weiß ich schon direkt, was wir beim nächsten Mal machen werden. Das ist genau mein Ding an Wagen gesehen. So, on his way back to the wagon, Schrotty heard a noise under trees. In the trees. Ich glaube, hier gibt es auch nur zwei verschiedene Wahrscheinlichkeiten. Einmal das mit den Bären hier und dann... Ja, jetzt die ausgebreitete Bärenfamilie oder halt irgendwelche Eichhörnchen. Na gut, das mit den Bären finde ich aber ehrlich gesagt schlimmer. Vor allen Dingen, weil die kleineren zwar wenig aushalten, aber schneller sind. Und sich das irgendwie alles so bei denen ausgleicht. Schrotty ran back to the wagon. Also wie gesagt, ich habe mir jetzt extra nochmal kurze Filmausschnitte angeschaut, um mich ein wenig einzuleben, weil ich den Film echt lange nicht mehr gesehen habe. Ich weiß gar nicht, ob ich den jemals so komplett bis zum Ende geschaut habe. Ich glaube im Fernsehen damals vielleicht immer so bis zu den letzten Szenen, aber das Ende, also ich kann mich nicht genau dran erinnern. Und wir springen!
Yay! Hi, 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 tatai. Space Taxi mit nur noch zwei Leuten to the sky. A gust of air pulled them up into... Ah, perfekt. Wow. Das ist ja wirklich sehr passend. Ach du Scheiße. Okay, hier sollte ich vielleicht nicht mit der Schrotflinte losschießen. Das Dumme ist, dass ich es jetzt einmal getan habe und mich dann eigentlich weiter wehren müsste. Boah, The Fest macht es natürlich schwer, wenn wir so wenig Leben haben. Also ich meine, mir geht es natürlich noch super, was das Leben angeht. Oh, 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 oh. Ich hasse dich, Spiel. Ich hasse dich, Spiel. They came across a... Ah. Oh, du schießt. Och, nee. Wer ist jetzt noch da? Spock oder... Nee. Schrotti. Okay. Cool. Perfekt. Das war eine verdammt kurze Runde. Ich denke mal, da werde ich definitiv noch eine dranhängen müssen, aber andererseits kann ich jetzt auch mal ein bisschen darüber sprechen. Also gestern ist kein Video gekommen, das liegt daran, dass ich erneut wie vor zwei Wochen schon mal freitags erst spät nach Hause gekommen bin, wegen BLF-Vorbereitung, das ist so am Ende 10. Klasse, was schreiben tun, um weiterzukommen. Und da habe ich Vorbereitungen im Fach Bio noch 2 Stunden länger hinten dran gemacht, dass also alle, die Bio schreiben, können da hinkommen, wenn sie wollen. Und das mache ich natürlich immer. So, wir sind soweit richtig. Und gestern bin ich halt erst so um 16.45 Uhr oder so zu Hause gewesen und dann ist etwas sehr Seltsames passiert. Oh, los, kommt, das passt auch gut zu denen. Wir probieren jetzt mal den aus. Gleich 2 Wagen. Das passt auch gut zu denen, ja. Ach du Oh nein, wir haben diese Zauberstabwaffe. Ich hasse die. Ich kann damit irgendwie nicht schießen. Also die Schussrate ist leicht vermindert und dass es nach oben und unten schießt, ist zwar schön, aber ich komme damit gar nicht klar, so vom Zielen her. Ich denke mir halt immer, ja okay, dann ziele ich jetzt mit dem seitlichen und dann treffe ich vielleicht auch mal irgendwie seitlich was, was ich dann gar nicht will. Ach, keine Ahnung. Das ist definitiv nicht meine Waffe. Aber wir haben volles Leben. Das ist immer schön. So, wir können jetzt natürlich schön von der Seite treffen. Oh nein. Ah, das wird knapp. Some of the bandits could actually aim. Ja gut, das kann ich derzeit auch. Ah, verdammt. Nein, Alien-Schuss, yes. Okay, und, achso. The Magic One seemed to be running low on magic. Ah, ich habe eine andere Waffe. Schrotti left the wagon to look for wild... Hä? Was genau ist jetzt passiert? Ach, vielleicht haben wir jetzt wieder den normalen Schuss. Das wäre sogar vorteilhaft, muss ich sagen. On his way back to the wagon, Schrotti heard a noise. Ah, wieder dasselbe. Aber jedenfalls bin ich dann circa um 18 Uhr ins Bett gegangen, einfach nur, weil ich ein bisschen schlafen wollte. Und ja, irgendwie ging das dann bis 9 Uhr morgens weiter. Keine Ahnung, ich hätte eigentlich gedacht, dass ich nochmal aufstehe. Ich hatte nur kurz wieder ein YouTube-Video geschaut. Ah, jetzt kommt wieder die andere Sache. Meistens passiert es mir bei The Binding of Isaac, dass ich einschlafe. Entweder bei Zombie, der das schon lange nicht mehr gebracht hat, oder Holly, bei dem ich jetzt eher schaue. Ja, keine Ahnung. Ist halt krass gewesen, weil ich sonst nicht so der Langschläfer bin und auch sonst... Naja, keine Ahnung, vielleicht war es mal wieder Zeit. Ja. Gut, wollte ich noch irgendwas sagen? Ich weiß gar nicht, irgendwas Zweites noch? Ich habe langsam wirklich das Gefühl, dass man hier in dem Fluss nur diese Steine antreffen kann. Also ich habe noch nie was anderes gesehen. Jetzt sind da wieder viele Boulders. Naja, jedenfalls habe ich eventuell heute sogar wirklich die Zeit... Ach, verdammt, schlecht getimed. Oh, okay, das Muster hatte ich allerdings noch nie. Ah.
Vielleicht habe ich sogar heute wirklich die Zeit, etwas... Oh, ich habe es geschafft. Stupid Boulders. Ha, die Aussage kommt trotzdem. Aber ich habe es geschafft. Jetzt ist ein weiteres meiner Lebensziele abgehakt. Ich habe heute eventuell die Zeit, ein Projekt aufzunehmen, was ich neulich schon mal angesprochen habe. Das ist jetzt vielleicht ein bisschen gespoilert, wenn man es mitbekommt, aber wenn ich es bei Edna angesprochen habe, da schauen nicht so viele. Dann wissen es vielleicht doch noch nicht so viele und eventuell kann ich es schaffen, das an einem Stück... Ach, verdammt. Das an einem Stück aufzunehmen. Also ich werde es heute probieren. Ach. Alter, wie das so etwas weiter oben vom Wagen ist, das ist nicht direkt... Ey, ich kann damit gar nicht umgehen, das ist irgendwie viel zu weit oben, der Schuss. They came across a fur trader. Okay, wie viel Fur habe ich? 6. Perfekt. Ja. Das wird wohl nichts werden. Es sei denn, der geht mit. Nee, tut er nicht. Verdammt. They noticed an injured falcon. Ja, ja. Hat er Spock. Natürlich hilft er. Okay, ich muss sagen, jetzt bin ich zufrieden mit der Sache. Was? Achso, ich habe erst gedacht, die wollten den essen, aber sind nur Kojoten. Alles klar. Also mit ihm wäre ich lieber dabei als mit dieser Waffe hier, die aber gerade auch die Gegner von hinten tötet. Ah, verdammt. Alter. Okay, perfekt. Immerhin. So, jetzt haben wir wieder die Geräusche, die lauter werden, umso häufiger sie vorkommen. Perfekt. Impressed by his abilities, they decided to carry the falcon with them. Perfekt. Okay, vielleicht können wir ja heute mal etwas weiterkommen. Also, ich hoffe auch, dass... Eigentlich habe ich gehofft, dass diese Aufnahme vielleicht nur so wieder 15 Minuten lang wird, damit sie schnell hochgeladen wird. Damit ich im Nachmittag auch die Zeit dazu habe. Ich habe das Projekt damals schon mal versucht aufzunehmen und da ist es... Irgendwie hat es 50 Minuten circa an einem Stück gedauert, wo ich mal einen Abend sturmfrei hatte. Oh nein! Und was ist jetzt mit dem Vogel? Einen Vogel haben die doch hoffentlich noch, oder? Ja, verdammt. Wie viel Leben hat der? Ach, mindestens 2. Ach so, okay, das ist der eine mit den 3. Gut. Ah, perfekt. The second wheel rolled into a haunted burial site. Da fühle ich mich ja wie bei Mario mit dem Ausweichen. Das könnte ich eigentlich auch mal wieder spielen, den alten Mario-Teil. So, wo gehen wir jetzt lang? Ich wollte wieder sagen, drumherum. Obwohl, das letzte Mal bin ich ziemlich stark gestorben in der Wüste. Obwohl ich echt sagen muss, dass ich es immer noch leichter finde als durch den Fluss. Okay. So. The falcon got angry and Shorty refused to fly straight. Ist jetzt weg? Ach nö. Habe ich genug? 40! Ja! Okay. Dann geht's uns lebenstechnisch schon wieder 4 Herzen besser. Obwohl, kann der einen dann eigentlich irgendwie hintergehen oder austricksen und dann irgendwie wieder abhauen? Das wäre ein bisschen doof. Also ich könnte es mir halt vorstellen. Oh, verdammt. Ach, wie soll man den denn ausweichen? Oh, cool, Telefon. Hast du es nicht hier drin?
Deshalb kann sich da jemand anderes drum kümmern. Oh, okay, wir haben... Och nee. Jetzt sag nicht... Alter. Der Vogel geht nur in eine Richtung. Okay, jetzt ist es natürlich nicht mehr so schön. Toll, und die Skorpione, die gehen auch noch so zielgerichtet vor. Okay, halt. The Vulture's third Kirk's eye tasted... Ah, verdammt. Okay, 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 okay. Perfekt. Aber unser schwächstes Mitglied ist gestorben, deshalb haben wir jetzt sonst full health. They noticed some supplies in the sand on the side of the trail. Scotty left the wagon to investigate. Okay, mit dem Bogen arbeiten. Scotty then realized where the supplies were left there. He was in a giant anthill of giant ants. Ameisen, cool. Ach du Scheiße. What the fuck? Habe ich noch nie gesehen in dem Spiel. Boah, gut, dass der Bogen durchdringend ist. Ach du Scheiße. Schalte ich dadurch irgendwas frei? He ran back to the wagon. Dadurch ist nichts passiert. Ich habe das noch nie gesehen. Also ich dachte, vielleicht könnte jetzt irgendwas Specialiges passieren. Ah, endlich, der Falke ist wieder... Oh, verdammt. Normal. The oxen ate some funny smelling shrubs. Und jetzt? Och nee. Alter! Ich drücke... Okay. Ist das immer noch? Jetzt drücke ich nach oben, jetzt nach unten, jetzt nach rechts und jetzt nach links. Also es ist genau, introvertiert? Nee, so heißt das dann nicht. Irgendwas eine Mauseinstellung auch bei Minecraft. Introvertiert ist doch eine menschliche Eigenschaft. Wie heißt es? Konvertiert, oder? Nee, das ist doch wenn mein Video. Egal, auf jeden Fall muss ich jetzt genau umgedreht steuern. Ach du Scheiße. Nein! Alter, das tötet mich. Das tötet mich. Nein! Okay. Jetzt ist unsere Partygruppe geleitet von dem Typen, der sich hier auskennt. Perfekt. Das passt natürlich sehr schön. Hör auf! Okay, tot, tot. Perfekt. Richtig toll. Danke, du Scheiß. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Ich hätte gerade fast Scheiß Einhorn gesagt. Und das bei meinem Einhorn-Fetisch. Oh nein, was macht dieses Spiel aus mir? Einen schlechten Menschen. Okay. Cool. Ja gut, dann würde ich jetzt das Ganze beenden, schnell rendern und versuchen hochzuladen. Und hoffen, dass ich dann alles perfekt abtimen kann und das andere Projekt aufnehmen kann. Dann danke fürs Zuschauen bei dieser mäßig erfolgreichen Runde. Und ja, bis zum nächsten Mal. Ciao.